Der Busch ist schon ziemlich alt und vertrocknet. Kein einziges Blatt mehr dran, nur noch ein paar Äste. Ich brech mir einen Ast ab. Kann ich dir herholen? Was zum? Das ist nicht wahr, oder? Was meinst du denn? Dich meine ich! Verschwinde aus meinem Körper! Oh Mann, hör bitte auf so rumzubrüllen. Mein Kopf fühlt sich an wie ein riesiger Ballon. Na und? Mann, die haben dich geklont! Ich meine mich! Hör auf, Mann! Mein Schädel explodiert gleich. Diese Migräne bringt mich noch um. Ich glaub das einfach nicht. Ich gehe sofort zum Management. Wie auch immer, Kumpel. Hauptsache, du machst keinen Lärm. Die Wache hatte recht. Die haben mich tatsächlich geklont. Das scheinen Richtlinien für das Aussehen von Crips Transportrobotern zu sein. Interessant. Oh, das Session haben wir schon. Das wüsste ich jetzt gerade auch, wo wir es hören könnten. Und zwar... da. Abstöckert. Was bist du? Mit dem Computer kann man wohl irgendwelche Formulare ausdrucken. Mach, was du machst. Der Computer hat ein Warenanlieferungsberechtigungsantragsformular ausgespuckt. Super. Fällt dir auch was auf? Was denn? Die Tatsache, dass wir ein und dieselbe Person sind. Ah, Mann, nicht so laut. Bitte, das sehe ich selbst. Ich bin ja nicht blind. Und? Was sagst du dazu? Tja, was soll ich sagen? Du gibst also zu, dass du mein Klon bist. Natürlich. Sie haben es mir in dem Augenblick gesagt, als ich aus der Maschine rausgekommen bin. Ich bin stärker, intelligenter und einfach besser als das Original. Besser als du? Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ach ja? Warum? Darum. Mein Kopf. Versager. Und ganz nebenbei, mein Afro ist größer. Da ich das Original bin, verlange ich, dass du verschwindest. Träum weiter, Mann. Pass auf, dass ich dich nicht verpfeife. Woher wollen Sie wissen, wem von uns beiden Sie trauen können? Mein genetischer Code ist in der Datenbank gespeichert. Außerdem habe ich diese ID-Karte. Und du nicht. Was, wenn ich die zusammenschlage? Die können unseren genetischen Code überprüfen. Meiner ist der richtige. Wie hältst du das nur aus? Als schlechte Kopie einer anderen Person? Wie du siehst, arbeite ich hier, während du hier eigentlich nichts zu suchen hast. Geh und mach die Klos sauber. Okay, okay. War ja nicht ernst gemeint. Das will ich hoffen. Du hast Migräne? Ja, seit dem Klon. Keine Ahnung warum. Das kommt davon. Richtig so. Bitte, nicht herumplärren. Mit was haben sie dich geklont? Mit deiner Blutprobe. Blutprobe? Kann mich nicht daran erinnern, jemals eine gemacht zu haben. Ja, sie hatten sie aber. Ich habe mir wirklich noch nie Blut abnehmen lassen. Das habe ich auch nicht gesagt. Sie haben dir heimlich Blut abgenommen, als du gegen Windpocken geimpft wurdest. Windpocken? Ja, da war irgendwas. Aber ich kann mich nur noch bruchstückhaft dran erinnern. Es war am 15. Mai. Am 15. Mai? Ah, da hatte Sammy der Schlitzer Geburtstag. Warte mal, Sammy hat eine Party geschmissen. Wir haben bestimmt 5 Fässer Space Dragon Bier getrunken. Und am nächsten Tag war dann die Impfung. Kann sein. Oh mein Gott, die haben dich aus meinem Promille Super-GAU Blut geklont. Geschieht dir recht, du hast einen Gendefekt. Tja, großer Mist. Was soll ich tun? Ich glaube, da hilft nur eine Entgiftungstherapie. Oh Mann, die sind so lieb sein, ey. Ich kann dafür sorgen, dass deine Kopfschmerzen verschwinden. Echt? Oh Mann, das wäre der Hammer. Ich wäre dir dafür echt dankbar. Wie dankbar? Ich würde dich nicht verpfeifen. Wow, du bist aber großzügig. Das Geschäft ist geplatzt. Nein, nein, warte. Wenn du mir hilfst, werde ich ab und zu ein bisschen unaufmerksam sein. Und das heißt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Klingt gut. Ich überlege mir was gegen deine Kopfschmerzen. Ich lass mir was einfallen. Tu das, bitte. Ich muss da mal wieder. Klar. Was brauche ich, um Zutritt zu bekommen? Laut neuer Gesetzgebung müssen alle Warenlieferungen hier durch.
Und ohne Fracht kommt hier keiner rein. Ah, dann brauche ich wohl einen Transportroboter. Ja, einen Krebs-Transportroboter. Und ein ausgefülltes Warenanlieferungsberechtigungsantragsformular natürlich. Alles klar, danke. Yes, ich wusste doch, dass ich das wahrscheinlich brauche. Seid ihr beiden Brüder? Nein, wie kommst du darauf? Verschwinde! Warum heißt das Gebäude jetzt Lagerhalle? Das Management hat das so entschieden. Ein ganz schön dämlicher Name, oder? Wir haben immer Versteck gesagt. Versteck? Klingt viel zu unprofessionell. Das Wort passt in keiner Weise zum seriösen Auftreten unserer Organisation. Wir sind Piraten. Was ist daran so seriös? Stelle nicht die Entscheidungen des Managements in Frage. Oder willst du etwa eine Abmahnung riskieren? Ist ja gut. Du musst ja nicht gleich an die Decke gehen. Verschwinde! Deine Anwesenheit wirkt sich nicht gerade förderlich auf die Moral der Belegschaft aus. Boah, ist der nett. Geh da mal. Tu das! Hey, wir können Pfefferspray machen. Gute Idee. Pfefferspray. Okay, das Abzeichen ist drauf. Aber so ganz scheint das noch nicht zu stimmen. Vielleicht weißt du was gegen Kopfschmerzen. Ich habe eine Idee. Ich höre. Sieht ganz so aus, als würden sie Transportroboter in die Lagerhalle lassen. Wir könnten doch Rohbretter als Transportroboter tarnen und dich dann reinschleusen. Die Idee klingt nicht schlecht. Aber dazu müssen wir Rohbretter wirklich gut tarnen, damit wir nicht auffliegen. Ja, ich bin schon dabei. Okay, sag, wenn du soweit bist. Kennst du dich zufällig mit Medizin aus? Bei der Ausbildung hatten wir mal eine Schulung. Was willst du wissen? Weißt du irgendwas, womit man schnell einen Kater wegkriegt? Oh ja. Du brauchst Seife, ein Ei und etwas Wasser. Rühre alles zusammen. Bring das Gemisch zum Kochen und voilà. Und das war's? Ja, ist ein altes Rezept meines Großvaters. Cool, danke, Mann. Kein Problem. Okay, wo kriege ich das jetzt her? Ein Ei wüsste ich jetzt wo. Was hatte ich hier? Gehen wir mal zum Raumschiff, vielleicht haben wir da was. Das sind die Putzsachen. Oh, Flüssigseife. Die nehme ich mit. Passend. Und eine Tasse. Irgendwo müssen wir es ja transportieren. Hab sie. Super. Jetzt gehen wir Wasser holen aus dem Sumpf. Und das wirst du sonst nicht für Wasser herkriegen sollten. Ja, das Wasser ist ganz schön eklig. So, jetzt ist Sumpfwasser in der Tasse. Ich bin froh, dass du das nicht trinken musst. So, Ei. Ja, ich habe das Ei in die Tasse geschlagen. Ich habe etwas Flüssigseife in die Tasse geschüttet. Ist das eklig, ey. Den Ofen. Wie tut mir der Klon gerade voll leid. Zutaten zusammengemischt und aufgekocht. Mann, was für ein widerlicher Gestank. Ja. Wie geht's? Ich sollte das besser sofort zum Klon bringen, bevor ich noch kotzen muss. Ja, nein, der Gedanke müsste man wahrscheinlich schon kotzen. Aber okay. Wie geht's? Hier, damit solltest du deine Kopfschmerzen loswerden.
Ernst? Echt jetzt? Ja, aber schau nicht in die Tasse rein. Trink das Zeug einfach. Okay, runter damit. Mann, ich spüre schon richtig, wie sich die Verspannung löst. Also wirkt's? Hab ich doch gesagt. Oh ja, ich glaube, ich werde mich ein bisschen aufs Ohr legen. Kannst du für mich übernehmen? Aber sicher doch. Wozu sind Klone denn da, oder? Ja, da hast du recht. Hier meine ID-Karte für den Fall, dass jemand den Hauptaufzug benutzen muss. Klar, Kumpel, kein Problem. Ruh dich ein bisschen aus. Jetzt sieht die Sache doch schon ganz anders aus. Ja, jetzt wollte es mich auch klauen. Ich hab's. Warte mal, müssen wir das uns unterschreiben noch lassen? Kannst du das für mich unterzeichnen? Ich brauche das UWBAF wirklich dringend. Bei diesen Klonen muss ja immer alles genau nach Vorschrift laufen. Ja, wem sagst du das? Zeig mir nochmal deine ID-Karte, dann setze ich meine Unterschrift runter. Hier, bitte. Deine ID-Karte scheint in Ordnung zu sein. Hier hast du den Antrag. Ah, dann hat er bestimmt die andere genommen. So, das müsste klappen. So, ich habe Rohbretter einen neuen Look verpasst. Sehr gut. Und jetzt? Versteck dich in Rohbretter und ich versuche, uns in die Lagerhalle reinzuschleusen. Klingt gut. Versuchen wir es. Wo bin ich? Was wollt ihr von mir? Du bist im Gefängnis. Das ist ein Verhör. Du wirst verhört, damit wir die Informationen kriegen, die wir brauchen. Verhört? Was zum... Was gibt es da zum Verhören? Ich höre gut. Idiot! Wir brauchen Informationen. Informationen? Da kann ich euch helfen. Na endlich. Und jetzt rede. Ich will alles wissen, was du weißt. Also, Informationen kann man seine Soldaten aufstellen. Zum Beispiel in einem Dreieck, einem Auto oder auch in Herzform. Sicherheitsdienst. Schickt ein paar Leute rüber. Ich bekomme hier gleich einen Gehirnschlag. Und dann? Kriegst du da drinnen überhaupt Luft? Ja, geht schon. Aber beeil dich, die Radachse drückt die ganze Zeit auf meinen Hintern. Wie cool. Gut. Die Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Du darfst passieren. Danke. Geschafft. Wir sind drin. Ich kann nicht glauben, dass sie drauf reingefallen sind. Was für Trottel. Ja, allerdings. Die haben wir ja schön reingelegt. Wenn ich jetzt nur... Was ist los? Steckst du fest? Sieht ganz so aus. Ich habe das Gefühl, mein Po ist größer geworden. Uff. Hör zu, ich habe nicht besonders viel Geduld. Meinen Leuten hast du es zu verdanken, dass du noch am Leben bist. Du wirst mir sagen, was ich wissen will, ob du willst oder nicht. Hör zu, geh nicht aus der Lagerhalle raus. Falls jemand kommt, versuche dich zu verstecken. Da ist ein Zugang zur Kanalisation. Versuche da reinzukommen. Ich muss zurück zum Gebäudekomplex. Ich sehe mich ein bisschen um. Und du, pass auf, dass du keinen Ärger bekommst. So. Ich werde versuchen, dieses Gitter aufzukriegen. Oh, ich habe da auch schon was gesehen. Aber erstmal... Also, wir sind jetzt schon hier. Mitten. Ja, könnte sich als nützlich erweisen. Vielleicht können wir ihr den Pfefferspray noch geben, weil... Eine Frau und so, ne? Brauche ich ja nicht viel reden. Hier, ich denke, das wirst du brauchen. So, ich habe das Schloss rausgeschnitten. Leider ist die Batterie jetzt komplett leer. Ich war doch. Was ist das denn? Merkwürdig. Wenn ich dieses Ding anschaue, fühle ich mich sofort unwohl und leer. Okay. Ich fühle mich komisch in der Nähe dieses Dings. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich aufheben soll. Dann lass was. Ich kann da nicht draufklettern. Auf dem Deckel steht jemand. Okay, wechseln ist ja gut. Bist du gut überhaupt? Hm, da steht PPA. Sagt mir nichts. Gut, dann sind wir.
mal so was abdenken können. Ich habe wichtige Informationen. Wirklich? Was hast du zu sagen? Es geht um die Gefangenen. Gut. Ich sage der verantwortlichen Person Bescheid. Draußen ist jemand mit wichtigen Informationen. Gut, ich komme gleich. Wir machen gleich weiter. So, welche Informationen hast du? Hey Jungs, ich hab euch gefunden. Luna! Wunderbar! Hast du etwas zum Essen mitgebracht? Jemand hat mir ein bisschen geholfen. Seid ihr okay? Ja, alles in Ordnung. Es geht ihnen irgendwie ums Verhören. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, was sie von mir wollen. Ich verstehe alles einwandfrei. Wir müssen sie irgendwie ablenken. Du musst diese Frau außer Gefecht setzen. Ja, aber wie? Ich bin hinter Gittern und habe keine Waffe. Ich versuche mir etwas einfallen zu lassen. Hier, nimm. Vielleicht kannst du damit irgendwas machen. Pfefferspray. Es wird mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Versuch einfach nur irgendwie hier rauszukommen. Diese Information bringt mir überhaupt nichts. Stör mich nicht nochmal. Verflucht, da kommt jemand.